Herzlich willkommen, liebe Giants-Fans, zu einer weiteren Folge Cool Talks. Heute mit Giants-Flügelspieler Valentin Blass. Walle, grüß dich. Hi. Ja, das ist ein spezielles Gefühl, hast du eben gesagt, hier reinzukommen nach ungefähr 4 Monaten in die Ostermann-Arena, die komplett leer ist. Körbe sind abgebaut, sind an die Seite geschoben. Was geht in dir vor? Ja, eigentlich war es ein sehr schönes Gefühl, wieder mal hier in der Halle zu sein. Du hast selber gesagt, wir haben das letzte Mal im März hier drin gespielt. Und seitdem habe ich keinen Fuß mehr in die Halle gesetzt. Hansi hat, glaube ich, noch kurz unseren Spind ausgeräumt, hat uns die Sachen gegeben. Und wir waren noch gemeinsam essen, dann war die Saison vorbei. Und jetzt erstmal wieder hier zu sein in der Halle, wo man ja, 2 sehr schöne Saisons bisher hatte, ist ein gutes Gefühl, auf jeden Fall. Absolut flache Frage. Wie sehr hast du es vermisst, hier zu sein? Und wie sehr vermisst du es, hier zu spielen, also, zu trainieren? Also am Anfang hätte ich gesagt, ich habe auch die Zeit gut genossen, weg vom Basketball. Ich habe ganz viele andere Sachen dann noch für mich gefunden in der Zeit des Lockdowns. Aber vielleicht kommst du ja später nochmal drauf zu sprechen. Aber mittlerweile kribbelt schon wieder und ich habe eigentlich schon wieder Bock, hier auch in der Halle zu trainieren und wieder Gas zu geben. Jetzt ist ja mittlerweile, du hast eben gesagt, 4 Monate schon wieder her. Ja, 4 Monate ist ganz schön lange. Wenn man dich so sieht, dann könnte man denken, ah, der macht auch Leichtathletik vielleicht oder ist ein Schwimmer oder so. Warum ausgerechnet Basketball? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe angefangen, wie so ja, jeder Junge in Deutschland Fußball gespielt und mein bester Kumpel damals. Welche Position? Abwehr. Innenverteidigung? Ja, so ein bisschen, genau. Ja, erst Kleinfeld, da gab es die Abstufung noch nicht so richtig und später dann noch ganz kurz auf dem Großfeld, da Innenverteidigung. Für weiter vorne haben meine technischen Fähigkeiten einfach nicht gereicht. Und mein bester Kumpel zur damaligen Zeit hat dann Basketball gespielt in Rhöndorf. Und meinte dann, ach komm mal mit, das macht richtig Spaß. Das wird dir bestimmt auch gefallen. Dann habe ich losgelegt, habe beides parallel gespielt, bin dann auf die weiterführende Schule gewechselt. Ja, und dann war das alles ein bisschen viel. Weiterführende Schule, 2 Sportarten nebenher, vielleicht noch ein bisschen Freizeit. Und dann habe ich Basketball eigentlich wieder aufgehört zu dem Zeitpunkt. Und zu dem damaligen Zeitpunkt, meine Trainerin hat mich angerufen und meinte, ja, sie hätte da was gesehen und ich soll doch noch mal bitte wieder in die Halle kommen. Ich hätte mich gar nicht so schlecht angestellt. Und dann ist es langfristig auf Basketball hinausgelaufen. Das heißt, der Fußballtrainer hat nicht angerufen und gesagt, bleib hier? Nee, zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Vielleicht war ich ein bisschen talentierter als im Fußball, ja. Und dann die Fokussierung auf Basketball. Was hat dich gepackt? Ja, gute Frage. Ich glaube, so direkt habe ich mir da noch nie Gedanken drüber gemacht. Aber es ist einfach ein sehr, sehr schnelles Spiel. Man muss sehr vielfältig sein, um ein erfolgreicher Basketballer zu sein. Und mir gefällt auch, dass man viele verschiedene Möglichkeiten und Wege hat, ein Spiel zu dominieren. Und du kannst dir nie Pausen nehmen auf dem Spielfeld. Du musst immer mit den Gedanken voll dabei sein und es sind nur 5 Spieler. Und das sind so Sachen, die ich finde, die Basketball als Zuschauer sehr attraktiv machen, aber auch als Spieler. Und ja, das macht, denke ich, auch unseren Sport einfach aus. Wenn man 95 geboren ist oder ich sag mal Mitte der 90er, dann ist man eigentlich mit Kobe Bryant und Dirk Nowitzki groß geworden. Waren das so deine Vorbilder? Waren die zu weit weg, um das zu sein? Warst du gar nicht an Basketball nah genug dran dafür? Oder? Ja, doch. Also NBA war immer in meinem Fokus und das habe ich auch viel verfolgt. Was aber deutlich interessanter für mich war zu der damaligen Zeit, war wirklich die BBL. Mein Papa hat mich damals häufig mit nach Bonn zu den Telekom Baskets genommen. In der alten Hardback-Halle haben wir da noch die Spiele geguckt. Große Rivalitäten mit Bamberg zur damaligen Zeit. Das war sehr schön. Gleichzeitig war das All-Star Day zum Beispiel in der Köln Arena. Da waren wir auch. Da habe ich sehr schöne Erinnerungen dran. Und das waren eher so die Deutschen bzw. die Spieler aus der BBL, die mich da wirklich beeindruckt haben. Zum Beispiel Julius Jenkins fand ich damals überragend mit den Rasterlocken bei Alba Berlin. Das war ja ein ganz großes Vorbild. Jetzt hast du ja die Rivalität mit Bamberg angesprochen.
Vorher gab es sie auch vor allem mit Leverkusen. Ich kann mich daran erinnern, hier gab es Spiele, da war der ganze Oberrang da drüben in meinem Rücken, war voll mit Bonnern. Hast du das damals auch mal miterlebt? Weil die Giants sind ja dann auch nach Düsseldorf weg. Warst du vorher noch hier oder war das dann nicht mehr deine Zeit? Nee, also hier in der Halle selber als Bonn-Fan, in Anführungszeichen, war ich nie. Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Ich habe nur so ein bisschen oder die Zeit mitbekommen, wo Bonn und Köln gegeneinander gespielt haben. Das war sehr intensiv damals, Rhein-Energie Cologne. Ja. Gutes Derby, da warst du auch. Ja, das war richtig gut, das hat Spaß gemacht. Du selbst bist einen sehr erfolgreichen Weg eigentlich gegangen. NBBL All-Star 2014, da waren Jungs dabei wie Kiel, Niklas Wimberg, Ismet Akpina, Christian Senkfelder. Also einige Jungs, die mittlerweile in der BBL sind, Nationalmannschaft angekommen sind. Hast du damals realisiert, ich bin auf so einem Weg oder war das eher so, ja, ich bin hier eingeladen? Das war definitiv damals eine große Ehre für mich, eingeladen zu werden für das NBBL All-Star Game. Das war ja passenderweise auch zum damaligen Zeitpunkt in Bonn. Mhm. Und ich habe mir da gar nicht so viele Gedanken in dem Moment gemacht, was das jetzt vielleicht für mich bedeutet, wer die anderen Jungs sind. Ich habe mehr probiert, mich auf den Moment zu fokussieren, das wirklich zu genießen. Meine ganze Familie war in der Arena und das war wirklich eine sehr schöne und besondere Erinnerung in meiner Karriere, definitiv. 4 Saisons lang hast du im Kader der Telekom Baskets gestanden, BBL-Kader. Hast, glaube ich, 15 Spiele absolviert in diesen 4 Jahren. Das kann nicht jeder behaupten von sich. Du warst schon sehr nah daran, Profi zu werden. Warum bist du es nicht geworden? Was hat dann nicht geklappt? Oder wolltest du es vielleicht auch gar nicht? Naja, es ist, denke ich, ein Mix aus vielen Sachen. Zum einen, wie du sagst, ich habe 4 Jahre lang im Profikader in Bonn gestanden, habe nur 15 Spiele gemacht. Das zeigt ja in gewisser Weise auch, dass vielleicht es nicht ganz gereicht hat für ganz oben, sich vielleicht in Bonn auch dann im Kader festzuspielen. Wir sehen es aktuell oder ich habe es aktuell auch in Bonn verfolgt. Ich glaube, es ist vielleicht auch besonders schwer in Bonn als junger Spieler reinzukommen. Ich habe ganz lange Florian Koch verfolgt, der schlussendlich auch nach Würzburg gewechselt ist und dort jetzt wirklich zum gestandenen BBL-Spieler gereift ist. Des Weiteren war es einfach so, dass für mich klar war, Basketball wird definitiv meine große Leidenschaft im Leben sein für die nächsten Jahre. Nichtsdestotrotz brauche ich ein zweites Standbein und möchte mich breiter aufstellen. Und da war sehr schnell klar, dass ich gerne Sport studieren möchte. Wo bietet sich Sport studieren an? Ja, okay, in Köln. Und da bin ich an die Sporthochschule gegangen und das war mehr so ein Prozess, würde ich sagen. Wenn ich wirklich den Fuß in die Tür bekommen hätte bei Bonn mit wirklich viel Spielzeit, wäre es vielleicht anders gelaufen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das groß bereue, dass das nicht funktioniert hat, sondern ich glaube, dass ich einen guten, vielleicht auch ein bisschen breiteren Lebensweg eingeschlagen bin und bin da eigentlich sehr zufrieden momentan mit. Du hast in der Zeit auch unterschiedliche Coaches kennengelernt. Ihr hattet, glaube ich, 4 Coaches, während du da warst. Ein Name ist dabei besonders klangvoll, Petra Krunic. Was ist das für ein Typ gewesen? Was hast du da noch für Erinnerungen? Ui, ja, das ist wirklich, das sind sehr spezielle Erinnerungen. Ich kann mich noch daran erinnern, das war die Saisonvorbereitung, als wir zuerst mit Silvano Poropat gestartet sind. Silvano Poropat musste dann aus gesundheitlichen Gründen leider zurücktreten und dann wurde Petra Krunic verpflichtet. Und ich kann mich ganz speziell ans erste Training erinnern. Wir haben 2 Stunden lang trainiert und Petra Krunic ist bei jedem Fastbreak, bei jedem Drill an der Seite mit rumgesprungen, mitgerannt, hat jeden angeschrien. Also das war mehr wie im Militär, wenn die dann irgendwie unter dem Stacheldraht herkriechen und gleichzeitig noch beschossen werden. So habe ich mich gefühlt als junger Spieler. Also es war wirklich ganz, ganz krass. Im Laufe der Zeit hat man sich aber wirklich daran gewöhnt. Ich glaube, es war von ihm auch so ein bisschen der Ausdruck, wenn ihr den Druck jetzt nicht aushalten könnt, den ich auf euch ausübe im Training, wie wollt ihr dann vor 6.000 Leuten performen hier im Telekom Dome? Und das war sehr beeindruckend, wie viel Energie jemand als Trainer an der Seitenlinie versprühen kann. Auf jeden Fall auch sehr authentisch. Also in den Spielen war er ja genauso. Ja, definitiv. Also so war er einfach wirklich. Also man durfte das auch nicht böse nehmen, wenn man da vielleicht auch ein, zwei Beleidigungen an den Kopf geworfen bekommen hat oder er dich angeschrien hat. Das war einfach seine Art und im Laufe der Wochen konnte man das auch immer besser einschätzen und wusste dann auch, es ist nicht böse gemeint. Dann ging es über Rhöndorf, Zwischenstation sage ich jetzt einfach mal, auch wenn es vorher natürlich
schon eine Station war für dich, weil es eben zwei Mannschaften waren, in denen du aktiv warst, Rhöndorf und Bonn, ging es dann nach Leverkusen. Warum Leverkusen? Und jetzt sag mir nicht, ja, das ist so nah an Köln. Nee, also da muss man ganz große Credits an Tim Schönborn geben. Ich kannte Tim Schönborn noch aus Zeiten von Rhöndorf und war in Köln im Sommer und hatte mit dem Gedanken gespielt, dass ich vielleicht noch mal was Neues sehen möchte. Ich habe angefangen in der Jugend von Bonn-Rhöndorf, was ja ein gemeinsames Programm ist. Erste Mannschaft in Bonn, erste Mannschaft in Rhöndorf miterlebt und dann war vielleicht so, ja, vielleicht möchte man noch mal was Neues machen. Und ich wusste, dass Tim in Leverkusen spielt und habe Tim einfach mal geschrieben, so, ey Tim, wie sieht's aus? Kann man bei euch mal vorbeikommen im Sommer? Gibt es da eine Möglichkeit, vielleicht auch mit den Verantwortlichen mal zu sprechen? Dann war ich ein einziges Mal hier in Leverkusen und Hansi kam am Training auf mich zu und meinte, Jung, was brauchst du? Wie können wir das möglich machen? Und das Ganze ging wirklich sehr unkompliziert und sehr schnell und dann ist es Leverkusen geworden. Und jetzt hast du verlängert, das heißt, du bleibst in Leverkusen. Warum? Ja, ich meine, wenn man sich die letzten zwei Jahre anguckt, seitdem ich nach Leverkusen gekommen bin, wie sich der Verein sportlich, aber auch drumherum entwickelt habt, ist, denke ich, definitiv die richtige Entwicklung. Ich glaube, hier geht sehr, sehr viel momentan und ich habe da nicht lange drüber nachgedacht, hier in Leverkusen zu bleiben. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu Hansi. Ich habe jetzt im Sommer sehr viel mit Jack zusammengearbeitet und ich fühle mich einfach sehr wohl hier. Ich mag die Menschen, die hier vor Ort sind und deswegen war das keine lange Überlegung, nachdem klar war, dass das hier passen könnte. War eine sehr erfolgreiche Zeit zuletzt, Aufstieg in die Pro A, dann vermeintlicher Playoff-Kandidat und Teilnehmer, bis Corona kam. Ja. Wie hast du die Zeit zwischen der Pause und jetzt, beziehungsweise wirst du es dann, bis ihr das Training wieder aufnimmt, genutzt? Ja, am Anfang hatten wir ja den ganz strikten Lockdown. Ich bin mit meiner Freundin, die dann auch nicht mehr arbeiten musste, sind wir nach Bad Honnef zurück, da wo ihre Eltern wohnen. Die haben einen relativ großen Garten. Das Wetter war ja auch sehr gut. Ja. Da haben wir sehr viel Zeit draußen verbracht. Gleichzeitig war ich sehr viel im Siebengebirge unterwegs. Also es ist wirklich eine Empfehlung, wenn jemand schön wandern gehen möchte. Drachenfels, Wolkenburg, Löwenburg. Wirklich sehr, sehr schön. Da war ich sehr viel Fahrradfahren, sehr viel Laufen. Und ich habe für mich auch Yoga so ein bisschen entdeckt. Ich habe dann eine 30-Tage-Challenge gemacht, jeden Tag Yoga. Und das habe ich auch sehr genossen, eine andere Bewegungserfahrung vielleicht mal zu haben. Und nebenher lief eigentlich noch mein Praxissemester. Ich bin momentan, oder ich war bis gerade in der Schule in Deutz im Praxissemester, weil ich auch Lehramt studiere. Und ich habe dann probiert, so ein paar Online-Inhalte zur Verfügung zu stellen. Vielleicht habe ein, zwei Online-Stunden gehalten und habe da probiert, die Lehrer bestmöglich zu unterstützen, Lehrer und Lehrerinnen. Der Kader nimmt mittlerweile schon sehr konkrete Formen an bei den Giants. Wann es dann weitergehen wird, in welcher Form auch immer, ist noch ein bisschen offen. Es gibt zwar etwas konkretere Pläne als noch vor ein paar Wochen, aber es ist noch ein bisschen offen. Welche Ambitionen stellst du an dich, stellst du an das Team? Ja, wir fangen vielleicht mal mit den Ambitionen an mich selber an. So wie ich gesagt habe, ich habe mich sehr viel sportlich betätigt. Ich glaube, ich bin eigentlich in einer sehr guten Form momentan, gerade was die körperliche Fitness anbelangt. Ich habe mit Jack sehr, sehr viel regelmäßig trainiert, habe auch die Corona-Zeit eigentlich sehr gut genutzt, um auch basketballerisch ein bisschen was zu machen. Und deswegen ist mein eigener Anspruch schon, mich spielerisch weiterzuentwickeln und gerade was vielleicht den meisten Raum für Verbesserung und das meiste Potenzial für Verbesserung mitbringt, muss ich sagen, ist wahrscheinlich mein Offensivspiel. Und ich bin da sehr viel an meinem Wurf noch am Arbeiten. Letztes Jahr lief der schon deutlich besser. Meine Quoten gingen auf jeden Fall weiter hoch und da möchte ich drauf aufbauen und vielleicht ein bisschen facettenreicher werden, ein bisschen neue Moves reinpacken, solche Sachen halt, um ein bisschen unberechenbarer zu werden. Und das Team? Und als Team denke ich, dass es vielleicht ein bisschen vermessen wäre, jetzt direkt vom fünften Platz oder besser zu sprechen. Ich glaube, die Messlatte haben wir da sehr, sehr hoch gehängt letztes Jahr. Vielleicht wäre es ja auch nicht der fünfte Platz im Endeffekt gewesen. Aber ich denke schon, ohne jetzt wirklich die anderen Planungen zu kennen, die anderen Kader zu kennen, dass ein Playoff-Spot auf jeden Fall drin sein könnte, wenn
natürlich alles passt. Das hat auch immer was mit den Charakteren zu tun, die wir bekommen. Wie funktionieren wir als Team? Das wird sich alles zeigen, wenn wir loslegen. Aber ich bin auf jeden Fall guten Mutes. Du hast eben Tim Schönborn angesprochen, ebenfalls ehemaliger Lehramtsstudent. Ja. Wann wird der Moment kommen, wo du sagst, okay, wahrscheinlich ist das nicht mehr unter einen Hut zu bringen? Hoffst du, dass der noch ein bisschen weiter weg ist, oder hast du da schon einen realistischen Blick, dass du sagst, okay, innerhalb der nächsten 3 Jahre wahrscheinlich? Naja, ich bin ja schon die ganze Zeit dabei, mein Studium so ein bisschen auf die lange Bank zu schieben. Also ich habe 10 Semester für meinen Bachelor gebraucht und ich bin jetzt im 2. Mastersemester und ich weiß auch, dass ich nicht in 4 Mastersemestern das Ganze abschließen werde. Jetzt einen konkreten Fahrplan, wann ich dann sage, Basketball rückt vielleicht in die 2. Reihe, meine Lehrertätigkeit ist jetzt primär, habe ich so direkt nicht. Das, denke ich, hängt dann auch immer von der Situation ab, in der ich mich befinde. Wie sieht das aus bei dem Verein, wo ich spiele? Solche Dinge einfach. Und dann schaue ich, funktioniert das? Klappt das weiterhin? Habe ich das Gefühl, Basketball, das ist eine gute Option für mich, hier kann ich mich weiterentwickeln? Oder ist es vielleicht so, dass ich das Gefühl habe, das passt nicht so, möchte ich mich vielleicht wieder ein bisschen mehr auf mein Lehrerdasein konzentrieren. Aber einen konkreten Fahrplan habe ich da jetzt gezielt erstmal nicht. Also mit anderen Worten, Lust ist da und wird da bleiben und voll, dann Carpe Diem. Definitiv. Also ich glaube, dass ich ganz gut aufgestellt bin. Wie gesagt, das ist jetzt auch gar nicht mehr so weit eigentlich. Und auf der anderen Seite sehe ich aber auch das, was ich jetzt hier gerade erlebe, Pro A zu spielen, hier in der Halle oder sei es sonst wo, zum Beispiel in Rostock, 6.000 Leute in der Halle so ungefähr. Das sind Erfahrungen, die möchte ich nicht missen. Und im Endeffekt werde ich wahrscheinlich eh bis 65 plus arbeiten müssen. Und da kommt es jetzt auf 1 oder 2 Jahre, glaube ich, im Endeffekt auch nicht an, sondern da möchte ich gerne noch Basketball genießen. Und sind ja auch coole Stories, die du dann den Schülern erzählen kannst. Ja, ne? Definitiv. Okay, ja, soll ich einfach wieder loslegen? Ja. Ja, für mich war das damals definitiv eine große Ehrung, als... ich darf nach, vielleicht warte kurz. Soll ich einfach wieder loslegen?